Die Begriffe 360 Grad Video und VR Video werden oftmals völlig verhauen und falsch benutzt. Und in diesem Video klären wir, was eigentlich der Unterschied zwischen 360 Grad und VR ist und ob ein Pirat mit einer Augenklappe auch wirklich VR Videos schauen kann. Und damit herzlich willkommen zur Videoserie zu 360 Grad Videos in DaVinci Resolve, wie du sie bearbeitest, und alle weiteren Videos in dieser Serie habe ich dir da oben in der Playlist verlinkt, also nicht verpassen. Okay, aber kommen wir nun mal wirklich zu dem Unterschied zwischen 360 Grad und VR Videos, denn der Unterschied zwischen den beiden ist, naja, nur dann sichtbar, wenn du ein VR Headset hast. Ansonsten ist es für den Endkonsumer nicht so groß. Aber für die Postproduktion spielt es eine ganz schön große Rolle. Aber bevor ich auf den Unterschied eingehe, lass uns doch erstmal klären, was ein 360-Grad-Video ist. Das ist eigentlich nichts anderes als eine riesige Panoramaaufnahme von einer Kamera, die in alle Richtungen guckt. Also eine kugelförmige Abbildung der Welt hat. Deswegen nennt man sie in Fachliteratur auch sphärische Kamera. Und eine 360-Grad-Aufnahme wird heutzutage meistens dadurch bewerkstelligt, dass du zwei Kameras auf jeder Seite hast, die dann aufgenommen werden. Diese Videos werden allerdings nur zu einem Video zusammengesetzt und sind damit nur ein Standpunkt. Und das ist der große Unterschied zu VR, weil für VR brauchen wir zwei Augen, zwei Videos. Und deswegen sieht man den Unterschied zu VR nur, wenn man auch ein Headset aufsetzt. Denn falls du es noch nicht wusstest, unser Gehirn nimmt genauso die Tiefe, die 3D-Wirkung im Raum wahr, eben durch den Unterschied zwischen linkem und rechtem Auge. Bedeutet aber auch, dass unser Pirat, der nur ein Auge hat, keine VR-Videos gucken kann. Und eine schlechtere, räumlichere Wahrnehmung hast, das kannst du ja mal für dich testen, indem du mal dein Auge vorhältst und durch deine Wohnung oder die Straße gehst. Aufpassen vor Autos. Bitte tut euch nicht weh. Aber für den Otto-Normalverbraucher, der kein Headset hat und sich ein VR-Video ansieht, ist es trotzdem nicht so wild, weil er kann ja trotzdem noch mit einem Auge sehen. Ähnlich wie du Stereo-Musik über dein Handy abspielen kannst, obwohl es nur einen Mono-Lautsprecher hat. Also ist ein 360-Grad-Video nichts anderes als ein Mono-Down-Mix von einem stereoskopischen Video, also einem VR-Video. Okay, aber was brauchen wir jetzt für VR-Videos? Für VR-180-Videos gibt es hier diese Kamera, das ist die Qcam, bei der kannst du switchen zwischen 360 Grad und VR-180-View und damit kannst du schon mal ein First-Person-View quasi in VR darstellen und ein 360-Grad-Video. Für VR-Panorama, also 360-Grad-VR-Aufnahmen, bräuchtest du schon kompliziertere Rigs, die dann wirklich krass ins Geld gehen. Deswegen kann ich diese Kamera hier eigentlich für den Einsteiger mal zum C reintippen empfehlen. Aber kommen wir mal dazu, wie die Timeline von einem 360 Grad oder VR Projekt in DaVinci aussieht. Ein 360 Grad Video hat ein Seitenverhältnis von 2:1. Also es ist doppelt so breit, wie es hoch ist. Üblicherweise nimmt man dafür 4K und 2K oder 8K und 4K. Und das sind die Auflösungen, die man in DaVinci Resolve einstellen kann. Das erste Seitenverhältnis, was ihr hier seht, könnt ihr natürlich als Timeline nehmen, wenn ihr die Free-Version habt. Die anderen sind üblicherweise die, wenn ihr die Studio-Version habt und auch wirklich auf 8K rausballern wollt. Und da VR-Videos zwei Videos in einem sind, nimmt man die meistens gestapelt ober- und untereinander. Bedeutet also, für ein 180-Grad VR-Video hat man zwei Videos übereinander, die 1x1-Format haben. Und für ein 360-Grad VR-Video sind es dann natürlich zwei Panorama-Videos übereinander. Also am Ende ein Seitenverhältnis von 1:1, aber halt in gigantischer Auflösung. Und hier siehst du auch das Problem an VR an sich. Es ist eine riesige Auflösung, die zu verarbeiten gilt. Weil du natürlich immer das Doppelte an Auflösung da reinballerst. Aber kommen wir mal zu Vor- und Nachteilen von den beiden Formaten. 360 Grad ist natürlich der große Vorteil, dass es mittlerweile echt super einfach geworden ist, das Zeug aufzunehmen und zu konsumieren, weil du natürlich ganz einfach über dein Handy schwenken kannst und somit dein 360 Grad View abfahren kannst. Und man braucht weniger Rechenintensität. Und der Nachteil ist natürlich, dass es einfach viel, viel weniger immersiver ist, weil uns natürlich dieses zweite Augenpaar fehlt. Und wir dadurch nicht diese 3D-Wirkung haben.
Der Vorteil bei VR hingegen ist natürlich, dass wir eben diese Immersivität haben aufgrund dieses 3D-Effekts. Und wir können natürlich auch einfach ein Auge weglassen und dann haben wir auch einfach dieses 360-Grad-Panorama. Das bedeutet, wenn du 360-Grad VR-Videos produzierst, hast du auch gleichzeitig deine normale 360-Grad-Perspektive mit dabei. Der Nachteil ist natürlich, dass man diesen 360-Grad bzw. VR-Feel nur dann bekommt, wenn man auch wirklich ein Headset aufsetzt. Das heißt, dein Zuschauer braucht das Headset. Und es ist übelst rechenintensiv. Und vor allen Dingen, dass du auch in der Postproduktion darauf aufpassen musst, dass beide Augen gematcht sind, also horizontal auf der gleichen Höhe, weil das kann zu bösen Schwindelgefühlen beim Zuschauer führen. Und wie du genau das verhinderst, werde ich dir in einem anderen Video zeigen. Und jetzt entlasse ich dich mit diesem Basiswissen in das nächste Video, wo ich dir zeige, wie du 360-Grad-Videos in DaVinci Resolve produzierst und richtig exportierst, damit es auch in Panoramic View auf den Plattformen angezeigt werden. Und falls du eine 360-Grad-Kamera schon hast, kannst du hier schauen, wie du den Tiny Planet-Effekt für deine Videos nutzt. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao. Oh. Das war zu doll.